So, ich denke, die Leute sind gar nicht mehr zu Hause. Sie haben uns hier so einen netten Zettel schon an die Tür gehangen. Gucken wir doch mal. Ach da, nur für den Tiernotruf. Süß. Das ist ja niedlich. Ja, das ist nur für uns. Gucken wir doch mal eben, was so zu helfen ist. Oh, das ist keine Schwalbe. Hi. Scheiße. Das ist ein Mauersegler. Ist hier. So sehen sie aus. Jetzt haben wir ein Problem. Was ist los mit dir? Du siehst ganz schön müde aus. Ja, den werde ich jetzt gleich erstmal auf die Waage setzen und gucken, was er auf die Waage bringt. Sieht nach einem erwachsenen Mauersegler aus. Erwachsene Mauersegler brauchen aber 40 Gramm, um flugfähig zu sein. Und er macht einen ziemlich geschwächten Eindruck. Ich habe mir jetzt Handschuhe angezogen. Man sollte normalerweise Mauersegler immer nur mit Handschuhen anziehen. Oh. 44 Gramm hätte ich dir gar nicht zugetraut. Das ist ja schon mal gut. Frage ist, kannst du starten? Mauersegler können vom Boden aus nicht starten, deswegen auch Mauersegler. Sie segeln von Mauern quasi los. Aber er macht nicht den Eindruck, als würde er los wollen. Hey Schatz, was ist los mit dir? Die Fieder scheint in Ordnung. Wahnsinnig tolle Tiere. Dann kommst du erstmal mit. Ist irgendwo gegengeflogen? Ich baue dir erstmal ein schönes Nest. Ich werde ihn erstmal jetzt ein bisschen noch im dunklen Karton lassen. Ihm ein bisschen Ruhe gönnen und dann nachher nochmal versuchen, ob er starten möchte. Jetzt fahre ich auch in Bocholt zu einer Ente, die wohl Küken dabei hat. Und letztes Jahr war das gleiche, da sind wohl alle gebissen worden. Da versuchen wir die jetzt gleich mal umzusiedeln. Ich habe schon gefragt, ob da jemand helfen kann. Ich muss es mir mal angucken. Da fahre ich jetzt hin. Ah, ich sehe schon gerade, kommt die Nachricht rein, die Kollegin ist auch auf dem Weg dahin. Sehr gut. Überlegt schon, ob sie fliegen soll oder nicht. Wenn sie jetzt weiterläuft, schickst du das Kleine runter, wollen wir auch nicht. Station nehmen, Martina? Hallo Mama.
Halli. Das kannst du den Kescher vorne dran stellen, falls es da durchflitscht. Da ist es ja auch rein. Ich hab dich. Ja. Hallo, Schatz. Jo, komm her, du darfst jetzt auch zu deinen Geschwisterchen, ne? Jo. Die sind kleine Plüschbälle, sind sie. Du bist aber nicht. Guck dir das mal an, dieser kleine, feine Stück nur. Ja, warte mal, ich muss mal kurz das kleine gebändig kriegen. Nummer uno. Aber drei sind auch ungewöhnlich, ne? Das sind noch welche im Nest. Also, aber die verfaulen jetzt. Da sind noch drei volle Eier und drei oder vier aufgepickte. Ah, okay. Und drei ist recht wenig eigentlich. Ja. Und sie geht also nicht mehr aufs Nest seit drei, vier Tagen. Ja gut, dann ist vorbei. Und die werden schon braun, ne? Ja, aber ich habe mal mit dem Stöckchen voll, die sind schwer, also da ist eigentlich noch was drin. Gut, aber da ist dann jetzt auch da verloren. Da geht es ja nicht mehr dran. Nee. Und die andere sucht sich hinten, die lernt nicht dazu, schon wieder ein neues Standort. Oh, voll gekackt. Wie immer. Ja. Deswegen habe ich 15 von solchen T-Shirts. Ah, das ist gut. Ja. Wenn du da Dinge da hoch machst, dann glaube ich, ne? Schon hast du? Habe ich. Soll ich noch mit rüberkommen oder? Denke ich mal. Aufmachen oder? Ja, wie gesagt, die, da müssen wir es andersrum machen, da müssen erst die Küchis raus. Mhm. Würde ich sagen, gehst du am besten mit rüber. Ja. Ich nehme dann auch Kamera mit. Ja. Ja, das passt schon. Warte, ich komme dir ein bisschen entgegen. Supsi, dann gib mal her das Ding. Tag. Ah, Brenner sind bei kurzen Hosen immer gern gesehen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Bitte? Ja, genau. Ach, guck mal, hier ist doch gar nicht schlecht. Das Stück können die sprengen, da sind die nicht so. Stellen. Wolltest du die Kamera halten? Dann hole ich die Größe erstmal raus. Na, Mutti? Ist gut, ist gut, ist gut. Okay, ich hab dich. Ich hab dich. Die kleinen Scheißers. Einmal. Hast du es drauf? Ich hoffe. Geht's dann? Ja, kommst du hinterher. Ja, perfekt. Bis auf den kleinen Purzelbaum würde ich mal sagen, opti-mopti. Alle drei bei Mama. So, Enten erfolgreich umgesiedelt. Ich muss jetzt weiter zu, was war es? Ein Spatzenküken, halbnackt. Das werde ich mir jetzt mal angucken. Die Kollegin fährt jetzt noch zum Tierheim, um sich eventuell ein provisorisches Igelgehege abzuholen. Die hat nämlich noch 5 Igel mittlerweile im Auto. Ich habe noch den Mauersegler und jetzt fahre ich erstmal zu dem Spatzenküken und danach muss ich noch ein anderes Küken irgendwo abholen. Muss ich mal gucken. So, ich habe das Spatzenküken abgeholt. Ich habe es jetzt hier schon in die Box gesetzt, natürlich ein bisschen warm. Da ist es. Ich hätte es gerne zurückgesetzt, allerdings war kein Nest zu sehen und das eine Bein scheint gebrochen zu sein vom Sturz. Von daher kann ich es so nicht zurücksetzen. Das muss dann erstmal vom Tierarzt wahrscheinlich geschient werden. Noch ein nacktes Vogelküken gemeldet. Wird uns netterweise entgegengebracht, weil das Ganze in Rasfeld ist und wir haben so viel zu tun heute, wir schaffen das nicht, bis nach Rasfeld zu fahren. Unser Einsatzgebiet ist für die Hauptsaison eigentlich viel zu groß und die sind so nett und bringen uns das entgegen bis nach Rede. Und da bin ich gerade auf dem Weg dahin, um das kleine, nackte Etwas abzuholen.
Die Kollegin wartet jetzt auf mich, deswegen habe ich es ein bisschen eilig. Sie hat nämlich die anderen Tiere noch. Dann machen sie jetzt einmal einen Sammeltransport nach Kalkar mit den ganzen Jungtieren. Und ich fahre dann wieder das Tierchen einsetzen. So, die werden jetzt erstmal noch gefüttert. Und dann kommen die in so eine Außenvoyere, wo die dann das Fliegen lernen. Und wenn die soweit sind, können sie dann raus, wenn sie möchten. Die Tür auf. Können sich aber jederzeit noch Futter abholen, falls sie noch nicht klarkommen. Also das ist dann so ein geführtes Aussehen. Der so ein bisschen Nicker ist, der macht die Augen schon mal so ein bisschen zu, dann wäre es immer so ganz dick. Ganz fädelt. Ja. Ja, die anderen, die kommt auf jeden Fall. Und dann wird die Ameisen so gesucht dann, ne? Ja, das ist noch nicht. Die wird sich selber gesucht. Ja. Da kommen sie auf jeden Fall auf eine erfahrene Stelle. Ja, nee, die kennt sich ja besser aus und sein Ziel, ich habe da keine Ahnung. Genau, ja. So, hat ein bisschen länger gedauert. Der junge Mann hat sich leider ein bisschen verfahren, aber gut. Nicht so tragisch. Ich habe die drei jetzt hier. Er sagte, das Alttier sieht aus wie eine Mönchsgrasmücke. Rein von der Optik her würde ich jetzt auch von der Größe her auf Heckenbraunelle tippen. Aber gut, im Endeffekt ist es wurscht. Die gehen jetzt gleich mit den anderen gesammelten Werken von heute, von der Kollegin werden sie dann zu einer Fliegestelle nach Kalkar gebracht. Und ich bleibe dann hier in der Region, um die weiteren Einsätze abzufahren, die sicherlich noch reinkommen. Momentan ist, glaube ich, alles abgearbeitet. Wir müssen allerdings noch die Igel irgendwie unterbringen. Die Stadt Bocholt habe ich mal angeschrieben, ob sie da mal vielleicht nachhaken können da in der Ecke, weil ich habe jetzt eben erfahren, es ist da wohl auch noch ein Igel, der auch mehr Roboter-Schnittverletzungen hat. Der ließ sich aber wohl von der Dame noch nicht sichern. Das heißt, wir sind dann bei 9. 9 Mähroboter verletzte Igel in einer Region. Ja. So. Also, da sind sie drin. Er vermutet, dass es Mönchsgrasmücken sind. Okay. Ich finde, die sehen eher wie Heckenbraunellen aus, aber er sagt angeblich, das Elterntier, was sonst immer kam, wäre eine Mönchsgrasmücke. Ja. Auf jeden Fall sind die eigentlich schon soweit ganz gut durch. Mhm. Aber die brauchen wohl noch ein bisschen Starthilfe, denke ich. Ja, einer soll gefasst sein. Ja, sollen wir die in kleinere Boxen? Gerne. Dann würde ich das eben umsetzen. Den großen direkt hier entsorgen. Hier ist nämlich ein Altpapierkarton. Guck mal eben, was wir so haben noch. Ja, ich habe jetzt. Ja, Wahnsinn, ey. So sieht ein Einsatzwagen aus. Alles voll mit Tieren und keine Ahnung. Mal eben hier öffnen. Ja, das hat jetzt leider alles ein bisschen länger gedauert. Der ist irgendwie zu einem Falschen gefahren. Warum auch immer. Er sagte, das Navi hat ihn fehlgeleitet. Kein Problem. Ja, das ist ja immer blöd, ne? Man weiß ja nie, wann der nächste Einsatz kommt und dann. Ach, die Stufe sogar. Ich hatte jetzt gerade auch nur drei gesehen. Hallo. Ja, ist gut. So, wir nehmen jetzt runter. Guck mal, einmal umziehen. Ja, ja, ihr habt Hunger, ne? Die sperren schon ganz ordentlich. Die anderen auch. Ich habe gerade schon extra geguckt, wie lange die ohne Essen auskommen könnten. Aber da steht ein paar Stündchen. Genug Stunden, 70 Stunden werden sie wohl schaffen. Nach 24 Stunden wäre wohl besser. Ja gut, aber also, ich jetzt haben wir jetzt noch Zeit eben. Ich bin ja direkt in Kalkar. Da sind sie ja gut versorgt, ne? So, die heiße Ware wurde übergeben. Die Kollegin macht sich jetzt auf den Weg nach Kalkar mit den gesammelten Werken. Ihr habt es gesehen, das Auto ist mehr als voll. Die Kollegin hat sich dann nämlich vom Tierheimnetz noch aus so einen Käfig ausgeliehen, um die Igel erstmal unterzubringen. Die jetzt auch erstmal täglich wieder zum Wildtierarzt auch müssen, zur Kontrolle und zur Wundversorgung. Einer hat wohl auch wahrscheinlich Lungenwürmer. Der muss natürlich dann auch noch regelmäßig da zum Wildtierarzt. Alles nicht so schön. Ja, ich fahre jetzt erstmal nach Hause, in der Hoffnung, ein bisschen Ruhe zu haben und mal kurz mit dem Hund zu laufen. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Riede zu einem verlassenen Entenküken. Wann wart ihr das letzte Mal da? Vorgestern? Keine Ahnung, ich war nicht dabei. Irgendwann die Tage waren schon mal Leute da. Und es hat nicht geklappt, weil das Kleine ist extrem flink und kann natürlich auch sehr gut tauchen. Jetzt versuchen wir es heute nochmal, sind jetzt allerdings auch besser bewaffnet mit Ausrüstung, sprich wir haben eine Warthose dabei. Die Kollegin hat die komplette Taucherausrüstung mitgeschleppt. Nein, das ist wirklich. Also ich hoffe, dass sie schnorcheln muss, weil alleine das
Das wollen wir alle sehen. Der Hüthund ist gleich auch wieder am Start und einige von uns werden anwesend sein und wir versuchen von beiden Seiten jeweils mit Kescher dann halt den kleinen den Weg abzuschneiden und mal gucken, ob es klappt. Das ist Watson, unser Hütehund, mit seiner eigenen Tier- und Hundruf Bocholt-Weste. Und er ist ganz stolz drauf, glaube ich. Mhm. Ne, Watti? Die ist schon scheißegal, ne? Das ist Nicole. Zweite Haut ist Nicole an. Ist jetzt schon außer Atem, weil sie ihren Neoprenanzug angezogen hat. So, wir sind jetzt hier mit einigen Leuten. Ich bin in die sexy Warthose schon geschlüpft. Wir versuchen jetzt, dass der Hütehund uns das entgegentreibt. Die Kollegin kämpft sich da hinten schon durch die Modde. Das Küken ist ziemlich gewieft und auch sehr schnell und es kann extrem gut tauchen, was natürlich für die Kleinen auch normal ist. Dementsprechend versuchen wir jetzt, das Kleine hier so ein bisschen einzukesseln, sobald der Hütehund es uns hier entgegentreibt. Nicole, kommst du mal hier durchs Wasser in die Richtung? Komm mal hier hin! Kann ihn auch. Ne, lass den mal lieber da. Wenn er taucht, dann kriegen wir das nicht. Ich warte auf Nicole. Warte. Das sitzt hier im Gestrüpp drin. Wahrscheinlich rennt es gleich an Land und sagt hihi. Soll ich dich retten? Ja. Ja, Land ist ja auch nicht schlecht. Wieso? Im Wasser taucht das an uns vorbei. Watti? Wir brauchen dich hier. Ich hole mal eben die Wärmebildkamera aus dem Auto. Aber mit Warthose rennen ist auch geil. Mädels! Es ist da hinten im Busch. Die Wärmebildkamera hat es gefunden. Watti? Simone? Das ist hinten, da wo dein Auto steht im Busch. Auf deiner Seite. Genau, lauf da mal mit Watti hin. Kati steht hinten mit der Wärmebildkamera. Ich hab's da mitgefunden. Just have a look. Von der Bewegungen her. Hatte ich die Brille auf, dann sehe ich auch wieder was. Martina? Moment!
Was ist das? Was ist das? Von der Bewegung her würde ich sagen eine Maus. Ja. Aber für eine Maus ein bisschen groß. Warte. Verdammt. So, dann gehen wir mal wieder rein ins Wasser. Gerade eine willkommene Abkühlung. Zwischendurch noch eine kurze Frosch- oder Krötenrettung. Hast du sie? Ja. Hast du sie befreit? Ja, ist schon weggehüpft. Ah, sehr gut. Ja, hier gibt es einige. Ich habe eben auch schon gedacht, muss man echt aufpassen, wo man hintritt. Ja, ich gucke auch schon die ganze Zeit. Ja. Deswegen habe ich jetzt sofort gesehen, dass er sich da in den Rosendornen verfangen hat. Rosen, genau. Rosen, du bist mir auch so eine Rose. Unkrautdorn hört sich gerade an. Unkrautdorn. Ich muss ja irgendwo hochkommen. Boah, das ist aber verdammt tief hier. Hast du tiefer? Ja, hier ist tiefer. Hä? Hier. Auf der anderen Seite? Auf jeden Fall im Auge behalten. Hier wird es wenigstens auch ein bisschen. Bitte? Er ist wieder abgetaucht. Ja, wie gesagt, das Gute ist, je öfter die tauchen, umso weniger können sie wieder tauchen, weil die werden irgendwann müde. Wotti, lauf mal einmal rum, du musst mir das entgegentreiben. Seht ihr es noch oder ist es schon wieder abgetaucht? Es wird wahrscheinlich in die Richtung sein, weil ich komme da hinterher. Ist wieder abgetaucht. Watson, lauf! Warte. Ist das warm, ey. Verdammte Scheiße. Wo bist du? Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, das ist hier vor mir gerade ins Wasser. Das ist hier. Ja. Was schwimmt sonst auf dem Wasser? Ich stehe noch hier. Ich warte, bis es wieder auftaucht, aber das ist echt unfassbar. Ich kann jetzt hier auch nicht mehr so viel sehen. Also ich gehe davon aus, dass es eigentlich von mir wegtaucht, wenn ich hier ankomme. Von daher müsste es eigentlich zu dir geschwommen sein.
Ja, aber es kann auch genauso gut jetzt hier wieder rausgegangen sein. Ich sehe das nicht mehr bei der Dunkelheit. Ja. Das hat so nichts auf dem Nacken. So, ich habe die Kollegin jetzt zu Hause abgesetzt. Die ist pitschpatschnass. Ich weiß nicht, ob es drauf ist. Ich hoffe, sie ist da noch halb hinterher gesprungen. Sie sagt, es war Millimeter-Sache. Sie hat es nicht gekriegt. Wir werden es morgen nochmal versuchen. Ja, es ist mittlerweile 10 vor 11. Und ich bin einfach nur heilfroh, wenn ich gleich zu Hause bin und was essen kann und duschen kann und mit meinem Hund eine Runde laufen kann und mit dem knuddeln und spielen.